So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Leon Elektronik. Heute mal mit folgendem Thema: Kirmes-Talk mit Leon Elektronik. Herzlich willkommen. Ja, ich fange gleich mal an. Heute geht es rein optisch um die Fahrgeschäfte Topspin. Der Topspin, und zwar, da gibt es ja verschiedene, ne? Und zwar auf unseren Kirmesplätzen in Deutschland, sind aber auch welche weltweit vertreten. Und wir fangen einfach mal an. Ich habe hier, und zwar, mal ein bisschen was vorbereitet, um euch ein bisschen so einen Talk zu geben über die Fahrgeschäfte. Und zwar fangen wir mal an, und zwar mit dem Fahrgeschäft Topspin Nummer 1. Der Topspin Nummer 1 wird betrieben von den Schaustellern der Familie Bausch aus München. Der Hersteller ist die Firma Huss in Bremen. Der Fahrgeschäftstyp ist Topspin. Das Baujahr davon ist 1990. Also da ist er gebaut, also erstanden. Die Maße von dem Geschäft beträgt 19 mal 19 mal 18 Metern, hat einen Gesamtanschlusswert von 160 kW, hat eine Gesamthöhe von 18 Metern, hat eine Gesamtkapazität von 40 Personen. Also es können da bis zu 40 Personen hineingesetzt werden, und zwar, und können transportiert werden pro Fahrt gerechnet. Und zwar das Gewicht vom Topspin, und zwar Number One, ist, und zwar sind 160 Tonnen, und davon sind aber 50 Tonnen nur reine Wasserballast. Die Dauer des Wassereinlass in die Wassertanks. Viele von euch haben auch schon gesehen, dass der Topspin Nummer 1 so riesengroße Wassersäulen haben. Die nennen sich Wassertanks. Diese Wassertanks werden mit Wasser gefüllt, um die Stabilität des Fahrgeschäftes standzuhalten. Der Wassereinlass in diese Wassertanks geht ungefähr circa in einer halben Stunde. Das kann aber auch bis zu 5 Stunden dauern, bis das eingelassen ist. Und zwar hängt davon ab, und zwar wie der Wasserdruck ist, und zwar und wie das Wasser halt hindurchkommt. Woher bekommt der Topspin Nummer 1 das Wasser? Ganz einfach, von einem speziellen Hydranten, der von der Stadt zur Verfügung gestellt wird, und da muss natürlich auch dieses Wasser extra bezahlen. Und zwar, und dann die Aufbaudauer vom Topspin Number One sind, generell ist es möglich, den Topspin Number One in 10 Stunden abzubauen und in 1,5 Tage aufzubauen. Wenn es sein muss, geht es aber auch schneller. Also man braucht halt für dieses Fahrgeschäft so lange, wie Zeit ist. Der Topspin Nummer 1 feierte Premiere auf dem Münchner Oktoberfest 1990. Das heißt, nachdem er frisch rausgekommen ist, stand er in diesem Jahr, als er rauskam, 1990. Und zwar auf dem Oktoberfest München. Wird seit 1990 von der Firma Bausch aus München betrieben. Das darf ich nochmal gern betonen. Die Transporte zum Topspin Nummer 1, so viel ich weiß, sind es 4 Transporte. Auf dem einen Transport befindet sich der ganze Mittelbau vom Topspin. Daran sind die Gondelarme befestigt, und zwar, und die Gegengewichte werden daran befestigt, und später, also da kommen wir mal gleich zu. Und zwar, wir machen es mal so: Der Topspin Nummer 1 mit seinen 4 Transporte. Der eine Transport, das sind die Gondelarme sind da dran. Und die ganze Elektronik, ja, mit dem man zusammen das Fahrgeschäft sich auch bewegen kann, dran. Und zwar, die braucht man nur, die sind aneinander geklappt, und die braucht man nur dann auseinanderklappen. Und zwar, und schon sind die Arme eigentlich schon standbereit. Auf einem Extratransport befindet sich nur die Gondel. Für den Topspin nur die Gondel. Und zwar, und auf diesem
Ja, auf diesem Transportmittel. Und zwar sind die zwei Schilder vom Topspin-Nutzer Nummer 1, also die Außenschilder, die wo man ja sieht, die wo so schön, diese schöne hellblaue Schrift, diese zwei Schilder, die sind dort dran mit befestigt. Und zwar die dann separat mit aufgebaut werden. Die Gondel schiebt man dann über den Tops vom Topspin Number 1. Die Gondel hebt man dann mit einem Kran raus, mit speziellen Kran, hebt man die dann von dem Transportmittel hoch und tu die dann mit dem Kran und zwar ja herablassen und zwar also auf der Plattform, wo er dann eigentlich hingehört und dann wird dieser mit zwar Spezialrolleffekten, die dann unter der Gondel angebracht werden, unter dem ja und zwar aber mit Kran dazu halt unter die Arme gerollt und dann werden sie dort festgenagelt oder festgeschraubt, dass dann hinterher auch die Gondel sicher ist. So, die anderen und zwar, was befindet sich auf den anderen zwei Transporten? Der eine Transport und zwar, der ist sozusagen für die ganzen Deko-Elemente, Rückwand und Beleuchtungselemente, wo sich jetzt zwar das Zeug befindet. Und zwar die. Und dieser Wagen dient auch gleichzeitig auch als Wohnwagen für die Mitarbeiter. Das heißt, da haben dann die Mitarbeiter ihren Wohnwagen und der steht meistens hinterm Geschäft. Und zwar dann, je nach Platzlage. Und zwar so, dann ist klar. Und zwar beim. Und der letzte Transportmittel, das ist dann mehr zusammen. Ne, und zwar der Wagen, der die und zwar das Kassenhäuschen hat und der dann die weiteren Sachen hat, wie jetzt Wasserfontäne und die weiteren Deko-Elemente wie Bodenplatten, Geländer, Gerüst und so weiter, dass halt auch dann diese Geländer, ne, schön miteinander verschraubt sind und zwar sind da drauf. Ja. Dann die Geschichte zum Topspin. Wie ich denke, hat die Firma Huss aus Bremen 50 Stück dieser Art gebaut. Und zwar, weil die Topspin, das mag man sich nicht vorstellen, sind ja überall zu finden, also in sämtlichen Parks oder auf der Reise in allen Ländern, die man sich nur vorstellen kann, sind eben solche Karussells unterwegs. Leute, was macht ein Topspin zum Dauerbrenner? Das ist ganz einfach, das Geschäft ist attraktiv und es macht Spaß zu fahren. Die Fahrt ist gut und abwechslungsreich und das ist einfach eine angenehme Fahrt. Sie ist nicht zu anstrengend, es hat diesen gewissen Thrill-Faktor, einen Spaßfaktor mit dem Wasser. Das ist für jeden was. Ob zum Zuschauen oder zum Mitfahren, es ist eigentlich jetzt das ideale Karussell für jedermann. Ja, so viel zusammen zum Topspin Number One. Und zwar, das war jetzt ein kleiner Talk über den Topspin Number One. Und zwar, liebe Familie Bausch, lasst euch gesagt sein, ihr macht es so wunderbar, gebt nicht auf und zwar macht weiter. Und zwar, euer Topspin ist einfach die Nummer 1 und bleibt die Nummer 1. Und zwar, wer es noch nicht weiß, warum der Name Topspin Nummer 1? Ganz einfach, weil das der erste Topspin, also der Prototyp von Topspin, und zwar der da auf Reisen ist. Das ist der Prototyp, ja. Und zwar, der Prototyp ist das und deshalb auch deswegen auch der Name Topspin Nummer 1, weil es der allererste Topspin ist. Also das Ding ist ein original Huss Topspin, kann man sagen. So viel zum Topspin Nummer 1. Wir unterhalten uns jetzt noch, weil es gibt ja so viele Topspins, und zwar da draußen, und zwar auf den Kirmesplätzen. Siehe den Topspin Nummer 2 und den Topspin Fresh. Und zu denen werde ich jetzt dann auch gleich mal was erklären. Dazu trinke ich mal kurz ein Schlückchen Wasser und wir sehen uns jetzt gleich, wenn es weitergeht mit dem nächsten Topspin.
Ich sag schon mal und zwar mal an die Schaustellerfamilie Bausch. Ich habe ein bisschen was über euren Topspin erzählt und zwar und für euch da draußen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich hoffe, dieser erste Talk über den Topspin Nummer 1 hat euch gefallen. Und zu den weiteren Topspins kommen wir jetzt. Was der Topspin ausmacht, habe ich schon erklärt. Wir gucken uns jetzt noch die restlichen Daten an von den weiteren Topspins, die es gibt. Zu den Transporten des weiteren Topspins kann ich nichts sagen, weil jeder Topspin ist anders verpackt. Und zwar deswegen kann ich nicht zu jedem die Transportmittel sagen. Vom Topspin Nummer 1, da weiß ich das, weil ich den Topspin Nummer 1 schon so oft gesehen habe. Und zwar, ich bin ja im Topspin Fanclub mit drin. Ne? Und ja, was will man da noch groß sagen? Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich trinke mal ein Schlückchen und wir sehen uns jetzt gleich mit dem nächsten Topspin in Topspin Nummer 2. So, kommen wir zum nächsten Topspin, der auf den Kirmesplätzen noch steht. Und zwar ist das der Topspin Nummer 2. Die Schausteller ist, also der Schausteller ist der Hartmut Langhoff aus Plettenberg. Der Hersteller dieses Fahrgeschäfts ist wieder Huss. Das ist ein Topspin-Typ Nummer 2. Ist Baujahr 2001. Hat eine Maße 18,5 mal 17 mal 14 Meter. Hat einen Gesamtanschlusswert von 180 kW. Hat eine Sitzkapazität von 28 Personen. Der Topspin Nummer 2 von der Familie Langhoff. Das ist sozusagen ein etwas kleinerer Topspin. Und zwar, der hat ja nur 28 Personen Kapazität. Der ist ein bisschen kleiner und besitzt aber auch keine Wassersäulen, sondern die Stabilität dieses Fahrgeschäfts läuft über solche Drahtseile. Und zwar, das sind solche Drahtseile und zwar, oder Metallseile, die uns zwar das Fahrgeschäft stabilisieren. Das heißt, das Fahrgeschäft bewegt sich ja hin und her, ganz leicht. Aber bei dem Topspin Nummer 2 bewegt sich das Fahrgeschäft stärker hin und her, weil er halt keine Wassersäulen hat, um die Beweglichkeit gut auszugleichen. Und zwar, die Fahrt vom Topspin Nummer 2 ist auch, und zwar super, super, super toll, ist ein bisschen anders formuliert, als wie jetzt vom Topspin Nummer 1, wenn wir den zum Vergleich nehmen. Der Fahrablauf ist anders, mit einer kleineren Gondel, die es ja beim Topspin Nummer 2 gibt. Und zwar, mit der kann man viel mehr spielen, als wie wenn man mit einer großen und schweren Gondel fährt. Und zwar ist eine etwas kleinere Gondel etwas leichter, und man kann mit der viel mehr Überschläge machen. Und zwar, das ist halt beim Topspin Nummer 1 jetzt nicht der Fall. Und zwar, dafür kann man mit seinem etwas kleineren Topspin Nummer 2 und zwar sich und zwar viel mehr Überschläge machen. Ja, und zwar, wir stehen ja, und zwar, der steht auch auf den deutschen Kirmesplätzen, ist auch heute noch in Betrieb. Und zwar, und ja, und ich kann auch nur sagen, und zwar, ist auch sehr zu empfehlen. Es ist einmal so auch ein Einblick und zusammen in einem anderen Topspin, weil es gibt ja verschiedene Bauarten dieser Art. Ne? Die sind nicht alle gleich gebaut und da unterscheidet sich schon. Topspin Nummer 2, nämlich deshalb, weil der Topspin gewesen ist, der als zweites rauskam. Ja, der dann als zweites also rauskam, nachdem, also als sozusagen 2,5 rauskam. Das ist eigentlich, kann man eigentlich sagen, der dritte Topspin. Der Topspin Nummer 2 ist der dritte Topspin von der Firma Huss, der rauskam. Und die Familie Langhoff aus Plettenberg und zwar betreibt dieses Fahrgeschäft. Wer es noch nicht gesehen hat, auf meinem YouTube-Kanal sind die ganzen Topspin-Videos zu sehen. Siehe vom Langhoff und siehe auch vom Bausch. Da kann man gerne mal reingucken und zwar und sich den Fahrablauf gerne mal angucken. Ich meine, es gibt auch und zwar auch ein paar technische Daten, die von dem vom Fahrgeschäftbetreiber, wie jetzt vom Bausch erklärt werde. Die setze ich als Link unten mit rein. Und zwar, da könnt ihr da mal reingucken. Das hat jemand anders aufgenommen, da könnt ihr dann auch mal reingucken, damit ihr ein bisschen was über den Topspin erfahrt. So viel jetzt mal zum Topspin Nummer 2 Langhoff.
Zu den Transportmitteln kann ich nicht viel sagen, weil ich weiß nicht, wie der verpackt ist. Und gut, kommen wir nun zum nächsten Topspin-Fahrgeschäft, und zwar zum Topspin Fresh. Von der Schaustellerfamilie Zehle, also Betreiber ist der Manfred Zehle aus München, ist auch ein Topspin von der Firma Huss aus Bremen. Typ auch Topspin, und zwar und hat das Baujahr 1993. Hat eine Maße 20 x 20 x 18 Meter, hat einen Anschlusswert, einen Antrieb von 160 kW, Licht 80 kW. Die Kapazität davon sind auch 40 Personen. Und der Vorbesitzer von 1993 bis 1995, Götzke aus München. Das heißt, ab nach 95 nahm dann die Familie der Manfred Zehle oder die Familie Zehle, und zwar den Topspin Fresh, zu sich. Der Topspin Fresh ist Baujahr 1993. Das ist offiziell der zweite Topspin, der vom Band gegangen ist. Ja, der jetzt auch noch auf Reisen ist, das ist der zweite Topspin. Und zudem vergleicht sich das auch wie mit dem Topspin Number One. Denn der Topspin Fresh hat eine Personenkapazität von 40 Personen. Der Topspin Nummer 1 hat auch eine Kapazität von 40 Personen. Und zwar 160 und zwar 2 kW sind jetzt beim Topspin Fresh, und beim Topspin Nummer 1 sind es auch 160 kW. Und zwar Anschlusswert. Und ja, und zwar, und die Maße, die sind ein bisschen anders. Und zwar der Topspin Nummer 1 hat 19 mal 19 mal 18 Meter, und der Topspin Fresh, der hat 20 mal 20 mal 18 Meter. Und zwar, und von den beiden Topspin, also vom Topspin Fresh und vom Topspin von Bausch, die Gesamthöhe, also die Gesamtflughöhe, sind 18 Meter. Und zwar beim Topspin Nummer 2 vom Langhoff, da ist die gesamte Flughöhe 14 Meter. Also es unterscheidet sich schon, ne? Die sind anders aufgebaut, die ganzen Topspins, die es da auf Reisen gibt. So konnte ich euch ein bisschen was über die Topspin erzählen. Ja, da möchte ich euch aber auch noch gerne mal erzählen, wo waren die ganzen Topspin letztes Jahr 2019 überall unterwegs? Und dazu fange ich einfach mal an. Mit dem Topspin Nummer 1, der war letztes Jahr auf der Passauer Maiduld, in Regensburg auf der Maiduld, auf dem Alsfelder Pfingstmarkt, in Nördlingen auf der Mess, auf dem Darmstadter Heinerfest, in Friedrichshafen auf dem Seehasenfest, in Ravensburg auf dem Rutenfest, in Straubing auf dem Gäubodenvolksfest, in Bad Griesbach auf dem Kapfhammerfest und in München auf dem Oktoberfest war der Topspin Nummer 1 letztes Jahr anzufinden. So war der Topspin Nummer 1 von der Familie Bausch der Tourplan von 2019. Dann zum etwas gleicheren Fahrgeschäft, den Topspin Fresh. Der hatte den Tourplan letztes Jahr München Frühlingsfest, Weilheim in Oberbayern Volksfest, in das Sondholm oder Sondhorn Volksfest, dann in Kaufbeuren auf dem Tänzelfest, in Manching Oberschlimm auf dem Bärlmarkt, in Abensberg auf dem Gillermoos und in München auf dem Oktoberfest zu Gast, der Topspin Fresh. Der Topspin Langhoff aus Plettenberg, und zwar war letztes Jahr in Werdohl auf der Frühlingskirmes, in Kehl auf dem Ostermarkt, in Gerseke auf der Gösselkirmes, in Nordhorn auf der Maikirmes, auf der Salzburger Duld in Österreich, in Stockach auf dem Schweizer Feiertag,
Dann auf der Dinkelsbühler Kinderzeche war er zu Gast. Auf dem Jakobimarkt in Schwäbisch Hall war er. Auf dem Wachauer Volksfest, auch in Austria, also auch in Österreich. Und dann in Zwickau auf dem Herbstvolksfest. Ja, so viel zu den Tourplänen des Topspin, der Topspinnen, die ich gerade erklärt habe. So, so viel mal zu den reisenden Topspin. Was ist eigentlich ein Topspin? Dazu habe ich auch ein bisschen mal was vorbereitet. Und zwar Topspin-Fahrgeschäft. Topspin bezeichnet ein Fahrgeschäftstyp, der seit 1990 von der Huss Maschinenfabrik, jetzt Huss Reitz, aus Bremen gebaut wird. Seitdem ist er in verschiedenen Versionen häufig als transportable Version auf Volksfesten oder fest installiert in Vergnügungsparks anzutreffen. Der Name Topspin leitet sich von der Schlagart Topspin beim Tennis ab, bei dem sich der Ball nach dem Schlag im Flug schnell um die quer dazu liegende Achse dreht. Das heißt, der Name Topspin kommt also zwar von der Sportart Tennis, jeder kennt vielleicht den Topspin-Schlag, und der Ball, ja, und zwar macht halt eine Rolle dabei, und zwar also mehrere Rollen dabei, das heißt, er überschlägt sich mal um, dreht sich um die eigene Achse, und das sollen einfach diese Fahrgeschäfte Topspin und zwar nachempfinden. Dann haben wir zum Topspin natürlich die Funktion. In einem Topspin sitzen die Fahrgäste in einer bei der Standardausführung ca. 10 Meter breiten Gondel, die zwischen zwei Tragarmen freischwingend aufgehängt ist. Die Tragarme werden mit Elektromotoren angetrieben und sind in zwei seitlichen breiten Ständern montiert. Gegenüber der Gondelaufhängung sind Gegengewichte an den Armen angebracht. Die Gondel kann nur durch kreisförmig am Drehpunkt angebrachte pneumatische Bremsen festgestellt werden. Das heißt, pneumatische Bremsen festgestellt werden. Das heißt, zwar die Gondel wird durch Luftdruckbremsen gelöst. Das heißt, deswegen hört man auch immer bei so einem Topspin auf den Kirmesplätzen oder auch in Freizeitparks immer so ein Zischen. Das heißt, immer wenn er zusammen die Bremsen löst, macht es immer Psch. Aber das, dann wisst ihr jetzt schon, damit was gemeint ist. Ne? Und die werden halt dadurch gelöst. Beim Lösen der Bremsen ist für Fahrgäste und Zuschauer ein typisches Zischen wahrzunehmen. Ne? Habe ich ja gerade erklärt, dieses typische Zischen, das ist das Wahrnehmen, und zwar, dass dann und zwar die Bremsen dann wieder stabilisiert. Das heißt, und zwar, man schaukelt so hin und her, und zwar, und es macht dann immer psch, 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 dieses Zischen. Ja, durch das Feststellen der Bremsen kann sich die Gondel in maximaler Fahrhöhe sogar überschlagen. Beim Lösen der Bremsen in bestimmte Fahrpositionen und gleichzeitiger Drehung der Arme kommt es zu Überschlägen der Gondel in ihrer Drehachse. Ein Fahrprogramm besteht aus verschiedenen Abfolgen von Hochfahren, Schaukeln und Überschlagen des Fahrträgers. Bei den meisten Topspin gibt es Wasserfontänen im vorderen Bereich, mit denen die Fahrgäste während der Fahrt benässt werden können. Oder mit denen zumindest bis kurz vor dem Körper gespritzt wird. Einige stationäre Anlagen setzen auch Feuereffekte ein. Das Fahrgeschäft wird entweder direkt vom Personal gesteuert oder durch Schausteller oder durch ein automatisches Fahrprogramm. Und gerade in Freizeitparks ist ein festes Programm die übliche Betriebsart, um einen immer gleich definierbaren Fahrablauf zu gewährleisten. Geübte Maschinenführer erreichen mit etwas Geschick mehrere Gondelüberschläge in Folge, indem sie die Gondel zunächst auf ihren höchsten Punkt fixieren und dann nach dem Lösen der Gondelbremse beide Seitenarme schrittweise drehen, um so Schwung für den nächsten Überschlag zu holen. Die Fahrgäste werden gegen ein Herausfallen aus den Sitzen durch ihre Schulter Bügel, die sich hydraulisch gesteuert schließen,
und Feststellen gesichert. Zusätzlich fixiert eine weitere Sicherung zwischen den Beinen den Bügel. Mitfahrer müssen in der Regel mindestens 10 Jahre alt sein und eine Körpergröße von mindestens 1,40 Meter, also 1,40 cm und maximal 195 cm haben. Bei der Fahrt treten relativ hohe Gehkräfte durch die Rotation der Gondel auf engem Raum auf, obwohl nur eine Geschwindigkeit von ca. 30 km pro Stunde erreicht wird. Also, so viel und zwar was zum Topspin. Ich habe jetzt da ein bisschen was erklärt auch dazu. Und zwar, jetzt habt ihr ein bisschen einen Einblick bekommen, ein bisschen auch und zwar, was dieses Fahrgeschäft so ist und was dieses Fahrgeschäft ausmacht. Und zwar, wir sehen uns wieder bei dem nächsten Kirmes-Talk, wenn ich euch die weiteren Fahrgeschäfte, die da draußen unterwegs sind, vorstelle. Die nächsten Fahrgeschäfte, die es jetzt sein werden, sind zwar die sogenannten Flipper-Fahrgeschäfte, die auf Achse sind. Und da werde ich dann auch ein bisschen einiges drüber auch erzählen und auch etwas wieder euch dazu berichten. Ja, ich bedanke mich für, dass ihr da dieses Zischen, was man jetzt gehört hat, im Hintergrund vielleicht, so hört sich das an, wenn ein Topspin die Bremsen löst. So, okay. Okay, das kam jetzt zufällig. Und zwar, okay, dann würde ich sagen, somit hat sich das jetzt über das Fahrgeschäft Topspin. Das war ein Fahrgeschäft-Talk mit Leon Elektronik, rein über das Fahrgeschäft Topspin. Und zwar, lasst wieder ein Like da, abonniert mich fleißig und ich hoffe, ich konnte euch allen ein bisschen einen Einblick geben über das Fahrgeschäft Topspin. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn es heißt, ich stelle euch die ganzen Flipper-Karussells vor. Bis dahin, macht's es gut. Wir sehen uns wieder und an alle Schausteller, die den Topspin besitzen, ihr seid die Besten da draußen. Macht weiter, ihr seid die Allerbesten. Euer Fahrgeschäft ist einfach spitze. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuhören und bis demnächst. Euer Leon Elektronik, wenn es wieder heißt, Fahrgeschäftstalk mit Leon Elektronik. Servus!